Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Kurz vor Halloween gibt es nochmal eine Motivtorte von mir. Ich habe euch ja schon die letzten 2 Wochen auch Motivtorten-Tutorials gezeigt. Wenn ihr sie noch nicht kennt, ich verlinke sie jetzt hier oben rechts in die Infocard. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinschalten. Ich will jetzt auch gar nicht lange reden, wir starten direkt mit dem Video und ich empfehle euch auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, damit sich eure Fragen beantworten und wenn ihr dennoch Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Die Rezepte und auch die Produkteliste, die findet ihr wie in allen meinen Videos in der Infobox. Ich habe hier Red Velvet Cake gebacken, den ich euch ja letzte Woche schon als Video gezeigt habe. Diesen muss ich natürlich erstmal zurechtschneiden bzw. den gebackenen Hubbel oben wegschneiden. Ich habe insgesamt 2 solcher kleinen Böden in 16 cm Springformen gebacken. Das abgeschnittene hier oben, das wird nicht weggeworfen, das wird aufgehoben, denn daraus formen wir nämlich später die Spinne. Dann habe ich hier etwas weiche Ganache, die ich aus 100 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Sahne hergestellt habe, habe diese abkühlen lassen und schlage die jetzt mit meinem Handrührer nochmal richtig schön luftig auf. Diese verwende ich zum Füllen der Torte und damit mir die Torte natürlich nachher nicht zerbröselt, habe ich noch ein kleines Cakeboard aus einer 5 mm Kaperplatte mir zurechtgeschnitten. Hier seht ihr jetzt auch, wie ich das immer mache. Ich zeichne mir das mit dem Zirkel und dann mit einem Cuttermesser schneide ich mir die Kaperplatte passend aus. Auf dieses Cakeboard gebe ich nun etwas von meiner Ganache und hier gebe ich dann den ersten Boden drauf und durch die Ganache bleibt er jetzt nämlich auch am Cakeboard kleben und rutscht nicht weg. Die einzelnen Böden, die tränke ich noch mit Läuterzucker, dass sie auch richtig schön saftig bleiben. Selbstverständlich könnt ihr hier auch Säfte nehmen oder auch ideal sind natürlich Liköre und Alkohole. Dann wird der Kuchen gefüllt und das macht ihr bis oben hin, bis ihr alle Böden aufgebraucht habt. Dann kommt der Kuchen erstmal zum Festwerden in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir uns um die untere Etage kümmern. Ich habe hier einen hellen Wunderkuchen in einer 22 cm Springform gebacken. Auch hier habe ich 2 Stück gebacken, die ich mir erstmal in der Mitte durchteile. Gefüllt wird die untere Etage mit einer italienischen Buttercreme, die ich mir auch schon vorbereitet hatte. Selbstverständlich tränke ich auch hier mit meinem Läuterzucker und als Fruchtvariante gebe ich noch etwas Marmelade, die ich mir erhitzt habe und in einen Spritzbeutel gefüllt habe, obendrauf. Auch dieses habe ich, wie bei meiner kleinen, oberen Torte so lange gemacht, bis ich alle 4 Tortenböden aufgebraucht habe.
beide Torten habe ich dann im Kühlschrank erstmal richtig gut durchkühlen lassen, damit auch die Füllungen richtig schön fest wurden, bevor ich beide mit der italienischen Buttercreme eingestrichen habe. Dies mache ich meistens in 2 bis 3 Schichten. Die erste Schicht dient in erster Linie zur Krümelbindung, muss dann etwa eine Viertelstunde fest werden und dann kommt auch die zweite, eventuell auch noch eine dritte Schicht drüber, die selbstverständlich mit einem Teigschaber richtig schön auch glatt gearbeitet wird. Wenn die Torten eingestrichen sind, müssen sie erstmal im Kühlschrank wieder fest werden, bevor sie dann mit dem Fondant eingekleidet werden können. Ich habe jetzt hier für beide Torten 1,5 Kilo weißen Masaticino-Fondant, den ich mir schon mal richtig weich geknetet habe, bevor ich ihn dann letztendlich ausrolle und meine beiden Torten damit eindecke. Zum faltenfreien Eindecken der Torte legt ihr den Fondant erstmal locker auf die Torte auf und zieht dann von unten her immer den Fondant etwas weg und schiebt dann mit der Handkante den Fondant von oben nach unten aus. Die Überreste nehme ich mit dem Marzipanmesser weg und klette dann mit meinem Fondantkletter nochmal richtig schön über die Torte. Und genauso verfahren wir selbstverständlich mit der oberen, kleineren Torte. Für die Spinnennetzoptik habe ich hier 150 Gramm weiße Marshmallows, die ich mir jetzt im 30-Sekunden-Rhythmus in der Mikrowelle schmelze. Das heißt, ich gebe sie einmal in die Mikrowelle für 30 Sekunden rein, rühre sie dann einmal um, gebe sie dann noch ein zweites Mal in die Mikrowelle und das Ganze wird so lange wiederholt, bis die Marshmallows richtig schön geschmolzen sind. Ich nehme mir jetzt hier mit Hilfe von 2 Löffeln diese Marshmallow-Masse raus und dekoriere so meine beiden Torten damit. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Der einzigste Nachteil ist, es ist wirklich eine richtig klebrige Angelegenheit. Im Anschluss werden die Torten dann aufeinander gestapelt. Für die Spinne nehme ich mir hier die zu Anfang abgeschnittenen Deckel von dem Red Velvet Cake, zerkrümel diese richtig fein zwischen den Fingern. Selbstverständlich könnt ihr dies auch mit dem Mixer machen. Ich hatte noch etwas von der Ganache übrig gehabt und diese gebe ich jetzt hier zu den Kuchenkrümeln dazu und verknete das so lange, bis eine schöne kompakte Masse entstanden ist. Wenn ihr keine Ganache mehr übrig habt, könnt ihr selbstverständlich das auch mit einer Nuss-Nougat-Creme, mit Marmelade oder mit Frischkäse herstellen.
Aus dieser Masse forme ich mir dann meinen Spinnenkörper und den Kopf. Hier könnt ihr natürlich sehr variabel sein. Ihr müsst nicht unbedingt eine große Spinne herstellen. Selbstverständlich könnt ihr auch aus der Masse mehrere kleinere Spinnen herstellen. Als ich dann schließlich mit meiner Spinne zufrieden war, habe ich sie dann auf die Torte obendrauf gesetzt und durch die Marshmallow-Masse bleibt sie auch automatisch kleben. Für die Spinnenbeine habe ich mir braune Modellierschokolade verwendet. Diese ist hier ideal, da sie nach dem Kneten und Formen auch wieder sehr, sehr schnell formstabil ist und auch bleibt. Dekoriert habe ich die Spinne noch mit ein paar schwarze Zuckerperlen und dann hat sie natürlich vorne auch noch ein paar Fühler bekommen und dann war mein Halloween-Törtchen auch schon fertig gewesen.